Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind mitten in einer kleinen Videoserie über das Thema Urlaub. Und Sie sehen das hier, Urlaub, PFK ist die Abkürzung für Personalfachkaufmann oder Personalfachkauffrau. Das ist also unterstützendes Lernmaterial aus meinem Lehrgang. Und wenn wir uns mit Urlaub beschäftigen, sind wir im Bundesurlaubsgesetz. Und in dieser Mindmap hier geht es um das Zwölffüllungsprinzip. Das ist ein Prinzip, auf das man zwangsläufig stößt, wenn man sich mit dem Thema Urlaub beschäftigt. Diese Mindmap gibt es wie die anderen auch unter www.spaßlerndenk-shop.de. Gehen Sie zu spaßlerndenk-shop.de, klicken Sie in der oberen Leiste, in der horizontalen Leiste auf Herunterladen und dort finden Sie das als PDF kostenlos. Ja, Rechtsgrundlage, die Berechnung, ein Zahlenbeispiel und die Rundungsregel, und das ist es schon, kein umfangreiches Thema, schnell abzuhandeln. Rechtsgrundlage, wie gerade schon erwähnt, das Bundesurlaubsgesetz. Berechnung, Zwölffüllungsprinzip, man nimmt den Gesamtanspruch an Urlaubstagen pro Jahr, dividiert durch 12 und multipliziert mit der Anzahl voller, das ist wichtig, volle Arbeitsmonate und bekommt den Urlaubsanspruch. Das ist die Theorie. Hier kommt die Praxis. 30 Tage Jahresurlaub, das ist der Gesamtanspruch hier. Ausscheiden am 31.05. des Jahres. Wichtig ist, 31.05., der Monat ist voll, der Mai ist voll zu Ende gegangen. 30 durch 12, 12 Monate hat das Jahr, sind 2,5. 2,5 mal 5, Januar, Februar, März, April, Mai, 5 volle Monate, er scheidet am 31.05. aus, 5 volle Monate sind 12,5, aufgerundet auf 13 Tage Urlaub. Das ist die Berechnung des Urlaubs nach dem Zwölffüllungsprinzip. Es gilt die Rundungsregel, ab 0,5 Tage aufrunden, unter 0,5 Tage nicht runden. Ja, also wenn jetzt hier rausgekommen wäre 12,42 oder so etwas, was jetzt mathematisch nicht funktionieren kann, aber nehmen wir es mal an, 12,42, dann hat der Arbeitnehmer Anspruch auf 12,42 Urlaubstage und muss dann eventuell das in Stunden umrechnen und entsprechend an einem Tag später kommen oder früher gehen. So ist die Regel. Ja, unter 0,5 Tagen wird nicht gerundet, ab 0,5 Tage wird aufgerundet. Das war's schon wieder. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de, dort finden Sie auch noch viele weitere Lernhilfen. Alles Gute, Marius Ebert.